Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy Brave Exvius. So, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Ich muss kein Save Game laden, wie sonst in den Final Fantasy Games. Es geht völlig automatisch. Hier wären wir auf der Grandsheld-Insel oder den Grandsheld-Inseln. Wir gehen weiter im Wald von Latius. Das ist unsere nächste Stufe. Da gehen wir jetzt hin. Rain, alles in Ordnung? Ja, wenn wir aus dem Wald von Latius herauskommen, sollten wir zunächst weiter nach Mithra. Aber vorher, Rain, da gibt es etwas, wovon ich dir erzählen muss. Es geht um die Kraft der Visionen, die wir erhalten haben. Die Erinnerungen und Gedanken der Menschen. Ich klicke mal ganz kurz, damit es ein bisschen schneller geht. Eingeschlossen in Kristallen. Die Erinnerungen und Gedanken der Menschen eingeschlossen in Kristallen. Das sind Visionen. Aha, so. Ist denn das Mädchen, das wir gesehen haben, auch nur eine Vision? Durch das Beschwören der Visionen von Helden aus fernen Welten und Zeitaltern kann man sich deren Macht im Kampf zunutze machen. Vielleicht begreifst du schneller, was ich meine, wenn du es dir einfach selbst, versuchst. Los, Rain, beschwöre eine Vision. Bildschirm berühren. Also sind Rain und Laswell so eine Art Summoner? Beschwörer? Tron erhalten. Bin ich? Dieser Körper. Ich muss eine Vision geworden sein. Wenn du meine Magie brauchst, steht sie dir zur Verfügung. Vielen Dank, guter Tron. Also, wir haben einen neuen Charakter erhalten. Wahre treue Belohnung. 3 Sterne. Feuerer. So. Was das alles bedeutet, werden wir uns noch anschauen. Merkmale. Magie. Er beherrscht Blitz. Ein Merkmal, das noch mit Fragezeichen versehen ist. Und noch ein Merkmal, das mit Fragezeichen versehen ist. Und Spezial. Du hast keine nutzbaren Fertigkeiten. Okay. Das ist wohl seine Aus- oder was er ausrüsten kann hier. Scheint eine Art Schwarzmagier zu sein. Vermute ich aber nur wegen der Mütze. So, wie geht's weiter? Wahrscheinlich mit zurück. Ich denke, das kann man durchgehen lassen. Wir haben einen mächtigen Verbündeten im Kampf gewonnen. Visionen beschwören. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas möglich ist. Ich weiß, aber es geht noch weiter. Das Beschwören an sich ist nur der erste Schritt. Was?
Was? Okay, gut, hier, Gruppen, Einheitenbildschirm. Wir können nämlich Einheiten zuweisen. Du erreichst den Einheitenbildschirm durch Tippen auf das Einheitensymbol im Hauptbildschirm. Das ist das hier. Und dann können wir da draufklicken. Ausstatten. Mit Ausrüsten können wir unsere Einheiten auf zwei Weisen ausgestattet werden. Mit Fertigkeit und mit Ausrüstung. Also wir können Ausrüstung und Fertigkeiten anlegen. Das ist interessant, das gefällt mir. Nur Ausrüstung anlegen finde ich langweilig. Ich finde gut, dass man auch Fertigkeiten wählen kann. So ist niemals ein Charakter irgendwie gleich. Dies ist eine Liste von Waffen, Rüstung und anderen Ausrüstungsgegenständen. Ah ja, okay, gut. Waffen und Rüstung und andere Ausrüstungsgegenstände. Tipp auf eine Schaltfläche, um den entsprechenden Gegenstand anzulegen. Okay, gut. Tippe auswählen und untere Schaltfläche. Ach so, das sind Fertigkeiten. Stufe 1 Fertigkeit. Es gibt Arten und Stufen der Magie. Je nach Einheit können verschiedene Arten von Magie gewählt werden. Zudem kann einer Einheit keine Magie über ihre Magiestufe zugeteilt werden. Okay, gut. Entschuldigung. Ja, da sind wir wieder. Über Divisionen haben wir die Macht legendärer Helden auf unserer Seite. Das ist interessant. Diese Macht ist eine große Verantwortung. Wir müssen sie weise und geschickt einsetzen. Laswell, wie kommt es, dass du dich so gut mit Visionen und Beschwörungen und all dem auskennst? Das würde ich auch gerne wissen. Hast du die Anleitung gelesen? Ich habe das alles von deinem Vater, Sir Regan, gelernt. Sir Regan also? Der Vater von Rain? Von meinem Alter, von dem alten Sack? Warum? So, Entschuldigung, ich musste mal ganz kurz unterbrechen. Da werde ich auch tatsächlich angerufen während der Aufnahme. Weiter geht's. Rain, man nennt seinen Vater nicht einen alten Sack. Sir Regan ist immer noch einer der ehrbarsten und besten Ritter von Grandchild. Da scheint Rain anderer Meinung zu sein. Ehrbar. Pah. Um die Wahrheit zu sagen, damals habe ich nicht verstanden, warum er mir das alles beibringt. Aber ich denke, dass Sir Regan wusste, dass wir eines Tages über die Kraft der Visionen verfügen würden. Aber woher hatte er wiederum dieses Wissen? Naja, zerbrich dir jetzt lieber nicht den Kopf deswegen. Wir müssen nach Mitra und dann nach Hause und Bericht erstatten. So, so, da haben wir etwas sehr Interessantes gelernt. Wovon die da gesprochen haben, gucken wir uns jetzt mal kurz an, indem wir nämlich hier auf zurückklicken und dann wieder auf zurück. Dann kommen wir nämlich auf den Startbildschirm. Hier kann man Zeugs kaufen, das machen wir jetzt nicht. Die Angebote gucke ich mir ein anderes Mal an. Ich kann noch nicht beurteilen, ob sie gut sind oder nicht. Es gibt auch mal ein Tutorial hier, ne? Unsere Erfahrungspunkte und unsere Energie. Unsere Energie kann sogar über den Maximalwert drüber. Das ist auch sehr gut. Okay, gut, wenn unsere Energie vollständig gefüllt ist, also wenn wir Level steigen, kriegen wir sogar noch 100 Lapis oder so. Sammel Erfahrungspunkte und Abschluss von Aufträgen, steigt den Rang auf. Genau, perfekt. So. Dann wollen wir uns doch mal unsere Einheiten anschauen. Das war da unten, ne? Diese Taste hier. Oder der Button. Und dann legen wir hier an unsere neuen Helden. Das ist unser neuer Held, der gute Tron. Oder Tron. Bevor wir da weitermachen, habe ich gesehen, wir haben ja hier noch verschiedene Sachen. Hier ist zum Beispiel eine Kiste, ein Brett, so ein Notebrett und dann noch ein, oder so eine Pinnwand und dann noch Briefe. Mal schauen, was das alles bedeutet. Gucken wir mal hier rein. Machen wir die Folge einfach mal ein bisschen länger. Okay, das hier scheint wohl Angebote zu sein in der Kiste. Ich möchte aber noch nichts kaufen momentan. Ihr seht es hier, wir haben 200 Lapis und für 800 Lapis kann man sich ein Kaktorenpaket kaufen und so ein Kram. Das machen wir jetzt erstmal noch nicht. Deswegen gehen wir doch mal hier raus. So. Und mal schauen, was es hier noch gibt. Frühaufsteher-Paket. Ach, das sind alles verschiedene Pakete. Mal schauen. Okay, Energie auffüllen und so ein Kram. Ach, das sind die ja alle. Okay, na gut. Kaktorpaket, eiserner, goldener, okay.
Ja, interessant, aber ich glaube noch nicht so wirklich irgendwas Interessantes dabei. Silberne Kaktor-Paket. Na gut, das sind die einfach nochmal von außen. Dann schauen wir doch mal in unsere Nachrichten. Also erstmal auf das Klemmbrett, so, beziehungsweise die Pinnwand ist es ja eigentlich. Neuigkeiten. Neue Verbündete stürzen sich ins Getümmel. Gucken wir uns das doch mal an. Aha! Besondere Beschwörungen zu Final Fantasy 9. Ihr seht es hier, wir können tatsächlich Final Fantasy Charaktere erhalten, nämlich Kuja oder Kuya, Sidan, also ich sag immer Kuja, Sidan, Fifi, Lani, Freya, Garnet und Amaranth, der amerikanische bzw. japanische Name von wie heißt er nochmal schnell? Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Mal Amaranth, sagen wir einfach mal Amaranth. So, gucken wir uns das hier doch mal an. Lieblingseinheit. Habt ihr eine Lieblingsbeschwörung in Final Fantasy Brave Exvius? Gebt uns Bescheid. Gruppe A und so weiter und so fort. Okay, gut. Also die Nachrichten muss ich mir wohl ein anderes Mal irgendwie offscreen durchlesen wahrscheinlich. Was das in die Geschichte geht weiter. Da geht's noch weiter mit Storyline. Okay. Also das hier sind allgemeine Informationen, die man bekommt. Wichtig zur Wartung. Wann Wartungsarbeiten sind. Okay. Kaktorwüste. Sind wahrscheinlich so Events, die es dazu gibt in diesem Spiel. Sehr, sehr, sehr interessant. Müssen wir uns alles mal ganz in Ruhe angucken. Ich werde das jetzt hier nicht besonders so, also alles vorlesen. Das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Hier wurden die auch nochmal angekündigt, die Charaktere, ne, wann die erscheinen werden, ab dem 19. August. Also seit dem 19. August gibt es eben diese neuen Charaktere hier. Ziemlich cool, dass die das auch vorher ankündigen. 100.000 Likes auf Facebook, auch sehr interessant. Was haben wir hier? Final Fantasy Portal App, okay, gut. 15 Energie, ein Stirnband und so weiter. Und was ist das hier? Schließe dich zusammen, bla bla bla, okay, gut. Ich weiß noch gar nicht so genau, wann man Freunde... Ach, da unten ist die Freundesliste. Muss ich mir auch mal angucken, wie das dann funktioniert mit der Freundesliste. Gucken wir ganz kurz rein hier. Freundesliste, da haben wir momentan niemanden. Ja, da ist niemand drin. Mal schauen, ob ich jemanden anfragen kann. Freundessuche, das hier ist übrigens meine Spieler-ID. Also an alle die, die mich anfragen möchten, gebt bitte meine Spieler-ID, fragt mich an. Ich werde euch adden. Natürlich werde ich Zuschauer immer vorwiegend einsetzen. Und ja, man kann so wie bei Avengers Alliance oder bei Marvel Future Fight die Helden der Zuschauer einsetzen. Das ist sehr interessant. Gebt die ID in das Feld ein, suche nach einem oder nach einem seinem, ihrem Spielerprofil. Okay, ich brauche also die Spieler-ID. Das heißt, wer möchte, dass ich ihn anfrage, klickt bitte auf die Freundesliste und teilt mir gerne seine Spieler-ID mit, dann adde ich ihn. Oder wer mich anfragen möchte, hier ist meine Spieler-ID, die wird zukünftig auch immer in der Beschreibung unten stehen, dann dürft ihr mich gerne anfragen und ich werde eure Frage dann annehmen und eure Helden vorwiegend einsetzen. Eher über Randoms natürlich. So, schauen wir mal weiter. Wir haben 13 Briefe bekommen, so wie es aussieht. Wir feiern 100.000 Likes auf Facebook. Das finde ich cool. Dafür kriegen wir 100 Lapis. Sehr schön. Gefällt mir. Machen wir mal weiter. Wir kriegen nochmal 30 Energie. Das finde ich auch gut. Täglicher Anmeldebonus. Wir kriegen 200 Freundschaftspunkte. Ja, was auch immer das bedeutet. Werden wir auch noch rauskriegen. 100 Lapis wegen den 100.000 Facebook-Fans. Finde ich super klasse. Nochmal 30 Energie, sehr schön. Täglicher Anmeldebonus, Sternquarz, finde ich auch toll. Ja, wir haben uns mehrfach schon angemeldet und nicht reingeschaut. Kordelband werden wir vielleicht noch jemanden anlegen. Wieder 100 Lapis, ziemlich cool. Eine Entschädigung, 1000 Freundschaftspunkte. Interessant. 45 Energie wegen Portal. Wir kriegen eine seltene Beschwörung, das ist ja cool. Die werden wir uns gleich mal anschauen. Nochmal 30 Energie, sehr gut. Und täglicher Anmeldebonus 500 Gil. Grandios! So, hier seht ihr hier 6 Beschwörungen, die gucken wir uns auch noch an. Ich will mal ganz kurz gucken, ob das mit den Freundespunkten irgendwas auf sich hat hier. Freund hinzufügen. Ach, Freunde suchen und Freund hinzufügen. Wie kann ich denn hinzufügen? Arbeiten wir zusammen? Ach ja, da kann ich dann Leute direkt hinzufügen. Das will ich aber noch nicht machen. So, Facebook-Einladung, teilen, senden. Was ist ein Senden? Mal schauen. Ach ja, okay, dann kann ich Freunde anfragen. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen muss. Zurzeit keine Geschenke erhalten. Ich kann nicht da irgendwas senden. Ich kann wahrscheinlich was an Freunde senden, nehme ich mal an. Freundschaftsanfragen habe ich auch noch keine. Na gut, okay. Also, das war's hiermit.
Bevor wir uns aber die Beschwörungen anschauen, wir können nämlich noch mehr Beschwörungen bekommen. Die können wir hier öffnen. Wir können aber kurz reingucken. Vielleicht gibt es eine Zeitbegrenzung. Einmal pro Tag eine besondere Beschwörung. Schauen wir uns doch mal an. Halber Preis? Ja, warum nicht? Gucken wir mal rein. Kostet 250 Lapis hier. Halber Preis momentan für seltene Beschwörungen. Einmal pro Tag verfügbar. Ja, ich würde sagen, das machen wir doch mal. Aber nicht jetzt sofort. Haben wir noch irgendetwas? Seltene Beschwörungen müssten wir eigentlich auch haben. Was ist denn das hier? Besondere Beschwörung. Wahrscheinlichkeit für diese Einheit. Extreme Drop-Chance. Okay. Besondere Beschwörung. Was ist das hier? Seltene Beschwörung. Neue Verbündete. Okay. Und das eine normale Beschwörung. Da haben wir es. Ach ja, wegen Freundespunkten kriegt man normale Beschwörungen. Dann würde ich sagen, machen wir doch einfach mal normale Beschwörungen. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Freundschaftspunkte wir haben. Wo steht denn das hier oben? Nee, steht da nicht. Machen wir doch mal eine Kettenbeschwörung. So, wir werden jetzt normale Beschwörungen anfragen. Mal schauen, wen oder was wir kriegen. Seid ihr bereit? Ich bin es. Los geht's. Kettenbeschwörung. Wir haben 1200 und die holen wir uns. 6 Beschwörungen. Auf geht's. Übrigens gibt es die Möglichkeit, dass man, bevor man die Verschwörungen aufmacht, auf einem anderen Account, also einen anderen Google Play Account anlegt und auf diesem anderen Google Play Account dann testet, und wenn es einem nicht gefällt, dann lädt man wieder den alten Google Play Account, lädt den rüber auf den anderen und so weiter und so fort. Da kann man ein bisschen tricksen. Ich mache das hier komplett ohne Tricksen. Ich wollte nur mal klarstellen, dass ich die Tricks alle kenne, aber wie bei Avengers Alliance und wie bei Marvel Future Fight geben wir uns mit dem zufrieden, was das Schicksal uns gibt. Also schauen wir mal, was das Schicksal uns gegeben hat. Kettenbeschwörung, los geht's! Anastasis, es bedarf keiner Worte, denn ich bin deiner Träume gewahr. Ich will Möglichstes tun. Interessant, das scheint ein 3-Sterne-Held zu sein. Na gut, machen wir mal weiter. Eldin, sieht nach einem Dieb aus, 3 Sterne. Ja? Ich verstehe zwar nicht, aber du brauchst meine Hilfe. Ich verstehe zwar nicht ganz, aber du brauchst meine Hilfe, oder? Das ist alles, was ich wissen muss. Weiter geht's. Maxel, ich verfehle nie mein Ziel. Nur so überlebt man in der Wildnis. Ich bin ein Raubein. Nimm's mir nicht übel. Lea, scheint eine Weißmagierin zu sein. Wenn du mich brauchst, komme ich mit. Als Weißmagierin ist es meine Pflicht, alle Wunden zu heilen. Mit einem Stern, so, so. Okay, Miselle. Mein Hauptwerkzeug ist die Unterstützung meiner Kameraden. Setze mich mit Bedacht ein. Interessant, auch wieder ein 3-Sterne-Held. Und was haben wir als nächstes? Bix haben wir bekommen mit 2 Sternen. Wie cool ist das denn? Wedge und ich haben nach diesem Esper gesucht. Und dann, Moment, wo bin ich? Wer bist du? Sehr cool. Also ein 2-Sterne- und 2 3-Sterne-Helden haben wir hier. Und dann noch ein paar 1-Sterne-Helden. Das war's mit den Freunden hier, mit den normalen Beschwörungen, mit unseren ganzen Freundespunkten. Und jetzt können wir besondere Beschwörungen herbeirufen. Mal schauen. Die gibt es momentan zum halben Preis. Schauen wir doch mal. Einmal pro Tag verfügbar. Werden wir uns jetzt holen. Besondere Beschwörungen zum halben Preis. Los geht's! Berühren wir den Bildschirm und sehen, was das Schicksal uns gegeben hat. Russell, Gegner, muss zerstören! Interessant, ein Gladiator haben wir. Er beherrscht später Klingenblitz, so wie es aussieht. Als Magie beherrscht er nichts. Und als Spezial lernt er noch ein paar Sachen. Da bin ich mal gespannt, was er denn alles so lernt, der gute Russell. Jack Russell. So, kann man hier nochmal irgendwie
Okay, Beschwörung bereits vollzogen. Können wir nicht mehr. Wir haben noch 250 Lapis. Wir können aktuell nichts mehr beschwören. Wir haben aber ziemlich coole Beschwörungen erhalten. Ich glaube, zukünftig mache ich nicht mehr das hier, sondern vielleicht das hier. Ich weiß nicht genau, ob ich dann hier vielleicht irgendwie... ob das was damit zu tun hat, was man da letztendlich bekommt. Ich möchte gerne, ich sag das jetzt gleich schon mal, ich möchte gerne Bartz haben. Bartz ist definitiv mein Lieblings-Final Fantasy-Held und ich möchte ihn gerne haben. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen, ihn zu bekommen. Wie gesagt, ich werde nicht tricksen. Wenn ich Bartz bekomme, bin ich glücklich. Ich freue mich natürlich aber auch über alle anderen Helden, die wir bekommen. Ich mag Zidane, ich mag Phoebe, ich mag alle anderen Final Fantasy 9 Helden. Ich mag generell alle Final Fantasy Helden. Für die Leute unter euch, die gerne Final Fantasy schauen, habe ich übrigens auch Final Fantasy Let's Plays am Laufen. Und für die Leute, die sich für solche Spiele interessieren, habe ich auch noch ähnliche Spiele. Guckt euch das mal gerade an. Wir haben jetzt hier zur Auswahl Austausch, so klicken wir hier drauf. Diese Helden haben wir zur Auswahl. Wir haben eine Weißmagerin, wir haben, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Gucken wir uns mal die Jobklasse an. Kann ich das dann direkt hier sehen? Austausch, wenn ich hier vielleicht gedrückt halte oder so. Ah ja, genau, hier. Gut, sie ist Weißmagerin. So. Was bist... ach nee, okay, müssen wir nochmal gucken. Sie ist also Weißmagerin, okay. Dann haben wir einen Schwarzmagier, okay. Dann haben wir einen Dieb. Wir haben einen Schütze. Wir haben einen Reichsgardist. Wir haben einen Hohepriester. Oh, da bin ich ja gespannt. Der beherrscht Regena. Ach, heilt LP eines Verbündeten. So, so, der kann also auch heilen. Der ist wahrscheinlich stärker als unser Heiler. Autowallung im Kampf, das ist ja super cool. Dann haben wir einen Grünmagier. Was kann denn ein Grünmagier bitte? Ah, Schlaf, Ex-Feu, Ex-Eis, Feuerresistenz hoch, Ex-Blitz. Ah ja, okay, gut, ein Supporter also. Und dann haben wir noch einen Gladiator. Ich glaube, ich werde die starken Charaktere am ehesten leveln momentan. Grünmagier ist interessant. Ja, wisst ihr was? Wir werden mitnehmen einen Hohepriester, der nämlich heilen kann. Dann werden wir mitnehmen einen Grünmagier, der nämlich dann noch unterstützen kann, supporten kann. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, was der Dieb so alles lernt. Lernt er stehlen, studieren? Was ist das hier? Hab ich doch nicht. Na gut. Magie lernt er auch nichts. Hat doch nur einen Stern. 228 TP, okay. Was hat denn der hier so für Werte? Der da. Ach, dann kann ich ihn versetzen. Na gut, da gucken wir hier rein. Der hat 330, okay gut, also ist schon viel stärker. Was haben die hier so für TP? Um, 565, alter Schwede, okay gut, die haben richtig viele TP. Sehe ich auch, wenn ich so, ah nee, 378 noch. Na gut, 400, ach ja, das kann ich so sehen. Okay, dann schauen wir doch mal, wen wir als letztes mitnehmen. Ich schwanke ein bisschen zwischen Biggs, mal schauen, was der so lernt. Magie lernt er nichts, dafür lernt er hier noch ein paar Skills. Oder vielleicht sogar der Gladiator. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich eher einen Gladiator mitnehmen. Der hat ja auch ein paar Sterne, 3 Sterne nämlich. Der gute Russell. Ich glaube, ich nehme Gladiator mit an der Stelle. So, also, ich denke, mit diesem Team werden wir weitermachen in der nächsten Episode. Ach, ich kann mehrere Partys vorbereiten, wie es aussieht. Mal schauen. Party 1. Ah ja, okay, gut, bestätigen wir mal. Kann ich hier vielleicht irgendwie... ach ja, ich kann da durchwechseln, das ist ja cool. Na gut, also, ich lasse erstmal Party 1 bestehen. Ich habe unsere stärksten Helden, alles 3 Sterne-Helden hier mit dabei. Und dann natürlich unsere beiden Anführer. Schreibt mir in die Kommentare rein, ob euch diese Helden gefallen oder nicht. Soll ich vielleicht andere Helden mitnehmen als die, die wir haben oder nicht? Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet, von den Helden, die wir bekommen haben. Natürlich ist mein großes Ziel, Bartz zu bekommen. Sollten wir irgendwann Bartz bekommen, wird er definitiv mit dabei sein. Was es mit dem Anführer auf sich hat, werden wir auch noch rausfinden. In der nächsten Episode machen wir auf jeden Fall weiter. In dieser Episode gibt es wohl keine Kämpfe, denn ihr seht es hier, wenn wir auf Welt klicken, machen wir dann im Wald von Latios weiter. Aber viel länger als so möchte ich die Folge nicht haben. Was haben wir denn noch hier? Es gibt noch viele Dinge, die noch unentdeckt sind, unerforscht. Das werden wir uns noch alles anschauen. In der nächsten Folge wird es auf jeden Fall ganz viel Action geben. Dann gehen wir durch den Wald von Latios. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Episode gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik. Dann mache ich alles besser. Sagt mir auf jeden Fall, was ihr von den Helden haltet und welche Helden ihr an meiner Stelle mitgenommen hättet. Vielleicht werde ich ja die Helden ändern. Also, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Tschüss.